Morgen! Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Aus Vallon de Pont d'Arc. Also wir sind hier auf einem Stellplatz am Rande der Stadt. War wieder eine schöne Tour hierhin. Das habt ihr ja gesehen. So, nach dem gestrigen sehr schönen Tag regnet es heute leider. Wir wollten uns jetzt einmal anschauen Pont d'Arc. Da fahren wir jetzt gleich mal hin und hoffen, dass es bis dahin aufhört zu regnen. Wollte gerade sagen, kann man es hören? Weil leider regnet es jetzt. Ich weiß gar nicht, haben wir gar nicht bestellt. Ja, weil wir die ganze Sonne alle schon wieder nach Deutschland geschickt haben. Ja, wir haben so viele Anfragen gekriegt. Ja, schick uns mal Sonne. Jetzt haben wir es getan. Ja. Peng. Toll. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Ja. Bei Park for Night gefunden. Ja. Im Januar kostenlos. Kostenlos. Allerdings, also man muss an der Touristeninformation sich so Jetons holen, wenn man Wasser haben möchte. Die ist aber direkt gegenüber. Ja. Problem, wenn man spät abends ankommt, weil da hat sie zu. Ja, aber der Platz ist komplett ruhig hier, obwohl hier Hauptstraße ist. Hier ist, glaube ich, eine Schule. Hier steht noch einer, auch ein Spanier, glaube ich, ein Franzose. Steht hier auch noch. So, und ist halt nur 2,5-3 Kilometer weg von diesem Pont d'Arc. Genau. So, und da wollen wir jetzt eigentlich auch mal hin. Weil wir wollen halt ja so langsam mal ausklingen lassen hier unsere. Ja, das wäre dann so, glaube ich, die letzte große Station, die wir machen. Einmal sind wir noch in Frankreich. Einmal machen wir nochmal eine Übernachtung, weil so viele Kilometer wollen wir nicht knüppeln, dass wir dann Montag nach Deutschland reinfahren. Oberstaufen. Im Schnee. Im Schnee, ja. Da soll es Dienstag anfangen zu schneien. Ich habe da noch Winterreifen drauf. Ja. Läuft. Und ich habe noch eine Gaspulle. Ich habe so einen leichten Déjà-vu. Naja, kriegen wir alles hin. So, der Hund wird unruhig. Ja, wir gehen jetzt mal von der Keile. Genau, wir packen jetzt hier alles zusammen und dann düsen wir ab und hoffen mal, dass es in 10 Minuten aufhört zu regnen, wenn wir da sind. Weil dann ist nur 5 Minuten von hier mit Auto.
Dann sollte es in 5 Minuten aufhören. Nee, wir müssen ja hier erstmal alles einpacken. Dauert ja auch noch ein bisschen. Ja. Also. Bis gleich. Bis später. Mit hoffentlich schönen Bildern von Pont de Dac. So, ist zwar Schietwetter, aber Frauchen sagt, jetzt sind wir einmal da, dann gehen wir auch einmal. Ja, das sind ein paar Meter darunter. Es sieht gut aus. Ja. Also, das muss man ja schon mal einmal richtig gesehen haben. Ja. Also, wetterfest anziehen und dann geht das los. Ja. Ich nehme mal die Action Cam mit, die ist ein bisschen wasserstabiler. To bring all the highs and lows, said I'm gonna win, though the world might spin. Now I'm sitting here like I'm no one. Wenn er mit dem Wetter jetzt nicht so wäre, ne? Wäre das hier schon eine geile Ecke. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Also nichtsdestotrotz, das ist schon, mein lieber Scholli, da hat die Natur mal wieder richtig gebastelt. Schön, warte mal. So. Er ist wirklich schön. Ja. Also, wenn ihr in der Nähe seid,
müsst ihr machen, auch bei Regen, egal. Ja, und die Steine sind ja trotzdem schön. Ja. Die Felsformation und die Löcher hier drin und die Höhlen und alles. Ein echter Knaller. So viel können wir schon mal sagen, oder? Ja. Boah, schön, schön, schön. Die Natur hat's gemacht. Ja, freue ich mich auch, dass wir hier nochmal hingefahren sind. So, wir müssen jetzt weiter, glaube ich, oder? Ja. Oh, hier bist du angekettet. Meine ich nicht. So, Tisch ist fest. Ja. Skalli. Guten Morgen aus Frankreich. Stellplatz. Ja. Saint. Ich schreibe das mal da unten rein, glaube ich, oder? Irgendwas mit L. Irgendwas mit L. So, komm mal hier. So, das schifft die ganze Nacht schon. Wir waren jetzt eine Nacht hier. Wir sind hier auf dem Weg nach Hause, beziehungsweise auf dem Weg nach Oberstaufen, Steiblis. Ja, hat die ganze Nacht geregnet, wie blöd. Wird Zeit, dass wir jetzt hier wegkommen. Zum Platz selber. Gibt keinen Strom. Die haben zwar diese Fleur Bleu, ursprünglich ja. Fair- und Entsorgen, ging voll in die Hose. Wir haben jetzt hier ein Ticket gezogen für 4,30 €. 80. 4,80 €, eine Übernachtung, zwei Personen, ein Wohnmobil, ein Hund. Wie gesagt, kein Strom, aber auch kein Wasser, keine Entsorgung, keine Versorgung. Ich meine, es ist alles dafür da. Ja. Die haben uns aber, glaube ich, ein bisschen veräppelt hier. Zumindest kannst du auch Chetons kaufen für Frischwasser und sowas. Und dann musst du da so ein Knöpfchen drücken und dann soll eine Tür aufgehen. Tat es aber nicht. Nee, das tut die nicht. So, da gibt es so eine Service-Hotline, anrufen. Und die verweist dich auf Französisch auf eine andere Hotline. So war es, glaube ich, ne? Ja, so wie ich das verstanden habe, ja. Und irgendwann fängt sie dann nur noch an zu nerven. Und dann haben wir gesagt, dann lass es sein. Wir haben zwar Chetons gekauft, ja, zwingt uns natürlich auch für nächstes Jahr nochmal hier hinzukommen, ne, die einzutauschen, oder? Naja, wie dem auch sei. So, wir versuchen jetzt nochmal woanders zu fern- und entsorgen. Je näher du nach Norden kommst, also wir sind jetzt hier, eine Grenze Frankreich kannst du noch nicht sagen, ne? Nee, wir sind, ja, was sind das, 400 Kilometer bis zur Grenze ungefähr, würde ich jetzt mal so sagen. Schätze ich, weiß es nicht genau. Da haben aber alle öffentlichen Wasserhähne noch geschlossen irgendwie.
Ja, wir schauen mal jetzt zum nächsten. Ich habe jetzt einen Stellplatz ausgesucht, der soll, Mäuschen, der soll offen haben, also auch das Wasser. Jetzt schauen wir da mal. Ja, Problem war ja letzten Endes, wir wollten ja in Spanien alles machen, da war das Wasser aber verseucht wegen Hochwasser. Ja. Da ging es natürlich dann nicht mehr. So, und unterwegs haben wir einen Rastplatz, aber den haben wir zu spät gesehen, dass man da auch nochmal fair und entsorgen kann. Ja, ist auch egal. Wir machen das jetzt so und ansonsten ist auch gut. Genau. So, wir zischen jetzt ab, glaube ich. Wir wollen jetzt weg aus diesem Matschregen hier. Ich glaube aber, wir sind jetzt auch ein bisschen verwöhnt, ne? Ja, ein wenig. So, alles klar, abfahrbereit. There's a hole in the gray sky where the sun comes through. Baby, can't you see the patch of blue? So, nochmal kurz zurück zum Stellplatz. Ja. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Der Stellplatz ist super. Ja. Ja, der ist total schön, schick. Am Hafen gelegen. Ja, so ein Fluss, ne? Mit Boden und Hütten. Ja. Total ruhig nachts. Ja. Kein Problem. Platz genug, also. Ja, ohne Ende. Den haben wir Park for Night gefunden. Ja. Wie so oft. Ja, ist beleuchtet abends. Ja. Schwach beleuchtet, aber ist beleuchtet. Und so Schotterboden stehst du fast gerade, oder? Ja, wir brauchten keine Keile. Nix. So, und war schön. Also wenn das Wetter noch richtig schön gewesen wäre, kannst du da auch mal zwei, auf jeden Fall, machen. Auf jeden Fall. Es gibt auch noch ein paar Wanderstrecken, Laufstrecken, glaube ich. Aber ja, das wollte ich noch mal kurz erwähnt haben. If you care to see that things aren't as dark as they sometimes seem to be. Wir haben hier jetzt tatsächlich einen Stellplatz gefunden mit Fähr- und Entsorgung. Hier sind mehrere Stellplätze mit Strom. Schön anzufahren, schönes großes Areal. Hier sind wohl nochmal WC und Duschen, die man allerdings extra zahlen muss, glaube ich. Ist hier an so einem Kanal. Da liegen so ein paar Bötchen. Also hier ist WC. Da ist der Hafen. So. Ich hoffe, das kann man sehen. Wohnmobilstellplatz. Trinkwasser, Elektrizität, Abwasser, Müllcontainer. Hold no brakes, it moves like a rolling stone, and you could be lost if you hesitate. So, ich zeige euch jetzt mal hier so ein paar Bilder von dem Stellplatz in Waldshut-Tingen, wo wir gerade stehen. Stromsäulen,
1 Euro, 2 Kilowattstunden. Die sind alle schön aufgeteilt. 1 bis 7 Meter. Dann haben wir hier noch größere, 9 bis 11 Meter. Und dann nochmal 7 bis 9 Meter. Also der Platz ist sehr groß. Allerdings, wie gesagt, die Zufahrt zu den 9 bis 11 Meter sind doch recht eng, finde ich. Abwasser ist dann auch umsonst. So, und hier haben wir noch mal Trinkwasser. Ein Euro 100 Liter oder 10 Cent 10 Liter. Kannst du wählen. Also alles sauber, ordentlich. Hier ist nochmal Müll. Gelber Müll, Glas, Papier, Restmüll. Alles da. So, das ist der Automat. 15 Euro pro Tag. Man sollte passend Geld geben, weil es keine Geldrückgabe gibt. Aber funktioniert. Ja, man steht direkt am Rhein. Beziehungsweise da ist noch ein Campingplatz davor. Und ich glaube, hier kann man schön laufen. So, ich war jetzt gerade mit dem Hund draußen. Es regnet. Jetzt gehe ich wieder rein. Dann wollen wir mal frühstücken und dann geht's weiter. Willkommen im Allgäu. Ja, die Strecke sind wir ja letztes Jahr aber im Schnee gefahren. Weiß ich noch. Ich auch. So, wir sind gleich da. 28 Kilometer. Ja. Schauen wir mal, was uns da erwartet an Wetter. Das soll ja morgen oder heute Abend richtig windig werden. Windig und morgen früh soll es wieder anfangen zu schneien. Ja. Winterbereifung ist ja noch drauf. Genau. Schauen wir mal. Also das Wetter, das ist jetzt echt das krasse Gegenprogramm. Spanien irgendwie, ne? Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So. Wir sind angekommen. Oh, hier lag schon mal mehr Schnee. Ja. Dafür hat es weniger geregnet. Ja, das kam letztes Jahr alles als Schnee runter. Ich zeig dir mal eben unseren begossenen Pudel hier. Ja, Ritual beginnt. He? Käffchen, bisschen was zu schnuckern bei Ankunft. Muss ja auch mal was essen, ne? Ja, wir haben gefrühstückt, ne? Nur gefrühstückt. So, das ist unser Mittagessen. Und? Quasi. Okay. Naja, ja, mal gucken, was heute noch so passiert. Nix. Nicht wirklich, ne? Nee. Zählen jetzt mal die Regentropfen, die runterfahren. Und warten auf den Sturm, den sie uns angekündigt haben. Jo. Ja, der Wetter hier ist der größte Scheiß. Ja. So, bei diesem Uselwetter würde ich vorschlagen, ess mal was Leckeres. Gut, dann stelle ich mich jetzt mal in die Küche. Wir machen heute Pasta mit ja, so einer Art Carbonara-Soße. Also Paprika, Zwiebel, ein bisschen Knoblauch kommt rein, zwei Eier und Sahne, Bacon, Pasta nach Wahl, eigentlich Spaghetti. Aber egal, wir haben heute Macaronis und ein bisschen Parmesano.
So, leider nur aus der Tüte. Aber wir sind hier beim Camping. Also ich sag jetzt mal Paprika Carbonara. Ich glaube, aber in einer echten Carbonara kommt kein Speck rein und so weiter. Aber ich mache das jetzt so lecker. Lass das alles ein bisschen anschwitzen und jetzt kann ich aufbauen. So, dann sieht das nämlich so aus hier. Und jetzt machen wir jetzt schon mal die Mischung Sahne, Ei und Parmigiano, die Nudeln aufsetzen. Schon ein bisschen sämiger. Macht das mal kurz aus, die Flamme. Weil das wäre der Superburner, wenn da jetzt Rührei raus wird. Ne? So, die Nudeln habe ich jetzt auch schon aufgesetzt. Und wenn das zu sämig wird oder zu wenig Flüssigkeit ist, dann kannst du noch ein bisschen Wasser von der Pasta, damit reingießen. Dann wird das wieder schön fluffig. Ja, dann noch ein bisschen würzen, Salz, Pfeffer und schön ist. Ja, mit dem Salz ein bisschen aufpassen, weil der Speck ist ja auch schon gesalzen. Ne? Es geht. Zwischendurch die Flamme ausmachen, Resthitze. Passt schon. So, wenn die Nudeln dann fertig sind, kommt das in die Soße. Pasta mit Paprika à la Carbonara Style vielleicht, Lucky Camper, wie auch immer. Ja, ich möchte dem vorbeugen, dass jetzt die Italiener sagen, oh, ich habe gar keine Carbonara. Ich weiß, ich bin ja auch kein Italiener. Nee. Aber meine Interpretation. Also, lasst es euch schmecken. Guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Guten Morgen. Ja, Mensch. Gerade lecker gefrühstückt. Und so wie alles begann, hört auch alles auf. Das geht hier ein bisschen bergab. Ja, morgen. Ja, wir stehen hier in Wertheim Village. Letzte Übernachtung. Jo. Wir fahren jetzt nach Hause. Jetzt ist Schluss. Mit lustig. Ja, jetzt wird uns ab morgen der Alltag wieder haben. Ja. Ich bin traurig. Ja. Ja, war eine schöne Zeit. Ja. Schöner Urlaub, schöne Fahrten. Alles fein. Ja. War spannend. Und teilweise aufregend. Aufregend. Habt ihr ja alles gesehen. Wir haben ja fast nichts rausgeschnitten. Nein, also es war wirklich eine super Tour. Werden wir auch definitiv nochmal wiederholen, weil es kam uns der Sturm dazwischen. Der hat uns da ein bisschen... Ja, 3 Tage hat er uns genommen. Ja. Letzten Endes, aber gut. Es ist, wie es ist, ist das schließlich auch Winter gewesen. Ne? Genau, also
Nein. Fazitvideo machen wir aber noch, versprochen. Mit allen technischen Details. Genau. Und Kosten und Verbräuche und ich weiß nicht was. Alles, was so, glaube ich, ganz interessant sein könnte. Mhm. Wenn ihr da noch spezielle Fragen habt, dann haut die nochmal in die Kommentare, dann können wir die auch nochmal vielleicht berücksichtigen. Ja. Gucken, wann dieses Video rauskommt. Ja. Also wir für unseren Teil, glaube ich, sagen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Herzlichen Dank für die ganzen Kommentare. Hammer. Der Hammer, absolut. Ja. Ja. Schön, dass viele uns wieder so eng begleitet haben, dass sie quasi auf unseren Rücksitzen saßen. Ja. Ganz herzlichen Dank. Hat uns sehr gut gefallen. Ja, ganz lieb alles. Wir hauen jetzt ab. Das heißt, wir spülen jetzt hier noch ein bisschen rum und mit den Bildern von Wertheim Village gestern Abend würde ich sagen, lassen wir euch dann auch jetzt mal in Ruhe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum Fazitvideo, genau. Bleibt sauer, macht's gut. Wir sehen uns im Fazit. Tschüss. Tschüss. Und danke.